Hey, herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video. Und ja, ich bin mal wieder nach etwas längerer Zeit auf der Mittelalter-Map hier, die ich am Bauen bin. Und ja, ich habe zwar nicht viel gemacht, aber ich hatte mal ein, zwei Streams dazu gemacht. Und da habe ich ein wenig was gebaut. Ja, und das Ganze wollte ich euch jetzt einfach mal kurz zeigen. Also einfach so ein, ja, Übersichtsvideo, was ich denn in den Streams so gebaut habe. Und dann würde ich auch mal sagen, schauen wir uns das gleich an. Ich wollte noch ganz kurz anmerken, ich bin derzeit leider erkältet, deshalb sorry, wenn ich mich ein bisschen, naja, nicht ganz so toll anhöre. Kann ich jetzt auch nichts machen, aber naja. Wir sind hier gerade am Map-Spawn und wir laufen jetzt einfach mal, oder Schrägstrich rennen hier hinter. Den Teil habe ich ja auch schon mal, also die Map habe ich ja auch schon mal zum Großteil in einem anderen Video gezeigt. Da dürfte jetzt oben rechts eine Infokarte kommen. Da könnt ihr euch das Ganze dann auch nochmal anschauen. Und hier kommt dann schon die erste Neuerung, Schrägstrich Neuerungen. Hier fängt das Ganze nämlich schon an mit einer Art, ja, Sonnenblumenfeld. Das habe ich hier so neben diesem Weg hier rechts oben hingemacht. Und hier sehen wir schon ein Haus. Das habe ich nämlich gebaut. Und weiter oben, also hier, auch noch eins. Ich lösche mal kurz die Items. So. Das werde ich euch jetzt aber auch alles zeigen. Wir gehen hier jetzt mal rechts ein wenig hoch. Hier sind ein paar Büsche hinzugekommen. Und ja, wenn wir jetzt diesen Weg hier hoch gehen, dann kommen wir hier auch zu diesem Haus. Das werden wir uns gleich noch ein wenig genauer anschauen. So sieht das jetzt mal von außen aus. Und dann würde ich sagen, wenn wir jetzt den Weg hier noch ein bisschen weiter entlang nach oben gehen, dann kommen wir auch hier hoch. Hier verläuft übrigens auch so ein Bach, den habe ich auch noch ja, extra dazu gebaut. Dann ist hier oben noch ein weiteres Haus, das schauen wir uns dann jetzt auch gleich noch an. Und wenn wir hier dann noch ein Stück weiter kommen gehen, kommt hier noch so eine kleine Bank, und davon haben wir dann eine, ja, kleine Aussicht über die Stadt, wenn diese dann mal fertig ist. Und wenn wir hier vorbeigehen, dann sehen wir schon eine Blume. Ja, so ein bisschen Deko. Und hier um die Ecke kommt dann auch der Eingang. Hier geht es rein. Und ja, das ist eben so eine kleine Hütte, ein bisschen auf dem Berg drauf. Also wie gesagt, wenn wir hier reinkommen, kleiner Armor-Stand mit ein bisschen Rüstung. Hier eine Art Küche. Ein Ofen, damit es hier im Winter nicht kalt wird. Mit einem Stuhl, da kann man sich dann hinsetzen und irgendwas essen. Hier eine Uhr, ein Bett mit einer Axt daneben zum Verteidigen, falls die Zombie-Armee kommt. Dann geht es hier noch hoch auf den Dachboden, da ist eben noch so ein bisschen, ja, Schwerter und was auch immer. Dann würde ich sagen, gehe ich auch wieder runter. Das war es im Groben und Ganzen auch schon wieder mit dem Haus. Ja, dann schauen wir uns jetzt noch das andere an. Wobei, ich zeige es nochmal ganz kurz von oben, damit man das Dach auch so ein bisschen sehen kann. Wie gesagt, da habe ich auch noch so ein bisschen extra Fluss gebaut. Der kommt dann hier oben aus dem Berg. Ja, genau, hier kommt er raus. Fließt dann darunter an diesem Weg hier entlang, wo ich vorhin hochgelaufen bin. Und fließt dann da drüben hier wo runter, geht dann unten durch und vorne zur Mühle. Wie gesagt, in dem extra Video habe ich das ja auch nochmal auf der Map gezeigt, wie das aussieht. Und jetzt gehen wir eben mal zu diesem Haus von vorhin. Und ja, hier muss man auch so ein bisschen drum rumlaufen. Ich lege auch mal noch kurz hoch, damit man das sieht. Das ist alles so in diesem dunklen Holzstil gehalten. Und hier ist dann noch irgendwas, das so ein bisschen raussteht, ja. Das Dach, finde ich, ist eigentlich ganz nice geworden. Hier mit Blumentöpfen vorne dran. Und ja, jetzt gehen wir auch wirklich mal rein. Hier um die Seite herum. Und ist noch nicht richtig eingerichtet. Hier ist so ein kleines Bett. Da kann man sich dann oben hinlegen und runtersehen. Das werde ich vielleicht dann demnächst mal noch einrichten. Muss ich mal noch schauen. Hier zwei Öfen. Ein paar Werkzeuge, was heißt Werkzeuge? Ein Schwert ist ja jetzt nicht wirklich ein Werkzeug, aber trotzdem. Da habe ich eben schon so ein bisschen mit der Inneneinrichtung angefangen, ist aber noch nicht wirklich viel. Ich denke, da kann man noch viel draus machen. Hier geht's nach oben, ist jetzt ein bisschen dunkel, ich hoffe mal nicht zu dunkel, ansonsten kann ich auch noch kurz eine Torch in die Hand nehmen.
Und dann wird es ein bisschen heller. Ja. Und dann war das eigentlich auch schon im Grunde alles, was ich da bisher noch so gebaut habe. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das jetzt findet, wie ja, das so geworden ist. So, hier nochmal das Sonnenblumenfeld. Also im Prinzip war es eben dieses Feld und so ein bisschen der Weg hier. Den habe ich verbessert, der war ja auch nur leicht angedeutet am Anfang. Und die zwei Häuser sind eben noch dazu gekommen. So, dann war's das jetzt auch schon wieder. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss.